Nachdem wir letzte Woche auf der Suche nach unserem Canet de Passage waren, nein, leider immer noch nicht, nehmen wir es diese Woche selbst in die Hand und holen es in München ab, damit die Reise endlich losgehen kann. Guten Morgen! Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir sind gerade noch auf dem Parkplatz, wo wir euch im letzten Video sozusagen verlassen haben und machen uns jetzt auf den Weg nach München, das Canet abholen. Wir wussten auch bis vor ein paar Tagen gar nicht, dass gerade Oktoberfest ist, also drückt uns die Daumen, dass wir da gut durchkommen. Ist wohl ganz schön voll in der Innenstadt. Genau, es ist nämlich ziemlich in München gelegen, der ADAC, wo wir es abholen. Aber es ist ja morgens früh und wir hoffen einfach, dass es alles schnell klappt. Und die Hauptsache ist sowieso, dass wir dieses Papier heute in den Händen halten. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dann wird es für uns auch schon weiter Richtung Innsbruck gehen. Genau. Haben wir gestern entschieden. Ja. Also, toi, toi, toi. Auf geht's. So, wir sind jetzt angekommen beim ADAC in München und genial, ich wollte auf den Besucherparkplatz, der ist allerdings nur bis 2,10 Meter Höhe und wir haben dann doch ein paar Zentimeter mehr. Deswegen stehe ich jetzt hier am Straßenrand. Lea ist jetzt gerade drinne. Ich glaube, ich habe es noch nie so oft gesagt, aber drückt uns die Daumen, dass Lea mit dem Canet wieder rauskommt. Na, schaut mal an, wer da kommt. Und die Mitarbeiterin war unglaublich nett. Mega nice. Ja. Geil, okay, war jetzt gar kein Problem. Nee. Ich will ja nicht kleinlich sein, aber 20 Euro Versand haben wir nicht wieder bekommen. Hast du nicht gefragt, ne? Nee. Die haben es uns ja geschickt und es kam nie an, das haben wir aber bezahlt. Also. Es ist tatsächlich kein Einzelfall, aber... Wir haben es jetzt. Ja. Egal. Genau, ich bin happy. Weiter geht's. Aussteigen? Nein, nein. Wir sind jetzt hier die ganze Zeit an den wunderschönsten Seen vorbeigefahren und haben uns jetzt gedacht, wir müssen unbedingt mal anhalten. Wir stehen jetzt genau an der Isar. Ist kein See, aber immerhin ein Fluss und es ist super warm heute. Also würde es sich anbieten, einmal kurz ins Wasser reinzuspringen. Und wir sind jetzt ganz kurz vor Österreich, ne? Genau, weniger als 1 Kilometer. Und ganz ehrlich, wir haben nichts dagegen, mal für einen Parkplatz Geld zu bezahlen, aber hier konnte man wirklich nicht einen Zentimeter irgendwo umsonst parken, oder? Weil wirklich, wenn sogar nur Fläche für ein Auto da war, stand da ein Kassenautomat. Also, ja, weiß ich nicht, ob das hier so extrem überlaufen ist. Es ist schon auch gut besucht, aber ob man jetzt den hinterletzten Parkplatz noch zu Geld machen muss, ich weiß es nicht. Fand ich ein bisschen viel, oder? Mhm. Naja, hoffen wir mal, dass die Isar tief genug ist. Direkt neben der Straße. Das ist richtig krass. Dizzy, Sammy, bleib mal hier. Sammy! Ist es kalt? Wir sind zurück am Bus. Sammy, schaffst du das oder alte Lady? Komm, hopp, Sammy. Ja, komm, hopsi. Selma, Selma, hopp hoch. Ja, komm. Komm, hopp. Ja, hopp. Ja, hopp, hopp hoch. Jetzt aber, komm. Hops, hops. Komm, Sammy, du schaffst das. Hopp hoch!
nicht tun sie, oder? Jetzt haben wir noch ein kurzes Päuschen, bevor es weitergeht, ne? Genau. So, wird gerade mal die Preise von den Campingplätzen ausgecheckt. Also genau, der Plan war, wir stellen uns einfach irgendwo hin und pennen da. Und dann dachte ich, ach, wäre vielleicht nett auf dem Campingplatz. Keine Ahnung, einfach mal geschaut. 50 Euro die Nacht kostet ein Campingplatz. Zwischen 40 und 50 Euro in Innsbruck. Das ist schon eher teuer. Eher teuer, ja. Dann bleiben wir doch auf irgendeinem Parkplatz stehen. Bevor es jetzt für uns weitergeht, würde ich gerne einmal dem Sponsor des heutigen Videos danken. Und zwar ist das Ebersbecher. Wir haben euch schon vor ein paar Wochen Ebersbecher vorgestellt. Wir haben eine Dieselstandheizung von denen. Und ja, drei Feature, die wir auf jeden Fall richtig cool finden, ist, dass man auch einfach lüften kann mit der Luft von außen, also ohne zu heizen. Man kann einen Timer stellen, wann die, also vorheizen sozusagen, wann startet die Heizung. Und man kann aber auch einstellen, wie lange sie heizen soll, damit man halt nicht die ganze Nacht durchheizt. Wenn ihr auch Interesse habt an solch einer Dieselstandheizung von Ebersbecher, dann schaut doch einfach mal in den Link in unserer Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter. Hab gehört, man braucht einen Schlüssel zum Losfahren. Geht's weiter? Mhm. Wir haben jetzt noch 35 Minuten Fahrt vor uns. Aber auch ganz komisch. Auch da, ich wollte gerne zu so einem Skatepark fahren und ich finde da weit und breit wirklich keine Stelle, wo man parken kann. Ich weiß nicht, irgendwie. Ist das gerade so? Und jetzt wollen wir noch waschen gehen. Wir sind nämlich eben auf dem Hinweg an einem Waschsalon vorbeigefahren und wir waren so schlau, dass wir direkt mit dreckiger Wäsche gestartet sind. Ne? Wir hatten einfach so viele andere Sachen zu erledigen, dass wir da ja, irgendwie nicht so richtig zugekommen sind. Und wieder der absolute Klassiker, im Skatepark zwei Jungs kennengelernt, die mir erstmal jetzt einen Spot gesagt oder uns einen Spot gesagt haben, wo wir heute Abend pennen können in Ruhe und noch so ein paar Tipps gegeben hier für die Umgebung. Mega cool. Skateboard Connection klappt immer wieder. Kaum im Waschsalon angekommen, haben wir unser Geld schon drin und dann wird uns gesagt, da steht zwar das Waschmittel drin, aber es gibt keins. Ja, Lea ist jetzt nochmal in DM gelaufen. Wir hoffen, dass wir das jetzt noch irgendwie nachfüllen können. Wir haben jetzt erstmal auf Stopp gedrückt. Ja, so ist es manchmal. Wir fahren jetzt hier durch das absolute Wohngebiet auf der Suche nach unserem Parkplatz. Ne? Genau, mal gucken, was die Jungs uns da empfohlen haben. So, eigentlich stehen wir jetzt hier auch in einem Wohngebiet, mitten am Straßenrand, oder? Na schon. Ich finde es okay. Ist ja nur für einen Tag, wir wollen halt einfach heute nicht nochmal 40 Minuten fahren, ne? Ja. Einfach keine Lust mehr zu fahren. Wir können ja nochmal bis da vorne durchfahren und da gucken. Wie oder gehen? Du? Ich gehe ja mal gucken. Der Klassiker, ich mache mich mal zu Fuß auf den Weg und schau mal. Also wir haben schon echt eine ganze Zeit lang nicht mehr gekocht. Ja, irgendwie viel Fertigessen und einfache Gerichte gehabt. Und ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben eben eingekauft und kochen jetzt endlich mal wieder eine Tomatensauce. Ich muss dazu sagen, immer wenn wir in Deutschland sind, holen wir das ganze Fastfood-Essen einfach brutal nach, ne? Ja, wir haben uns nicht so wahnsinnig gesund ernährt in der letzten Zeit. Das ist ja fast verdoppelt, ne? So, endlich mal wieder hier gute Soße, ne? Das eigene Essen essen. Übel. Wir haben tatsächlich auch noch Sachen aus der Schweiz. Lebensmittel, die wir da gekauft, also die wir gekauft haben, damit wir nichts in der Schweiz ausgeben oder weniger ausgeben müssen. Unglaublich. Viel zu viel gekauft. Perfekt.
Gut. Heiß. Aber sehr lecker. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe das Gefühl, du zeigst mich aktuell immer mit Handy in der Hand, obwohl ich mir noch große Mühe gebe, nicht so viel am Handy zu sein. So, bei dem ganzen schönen Wetter gestern hat es jetzt heute Morgen hier mega angefangen zu regnen. Jetzt ist gerade wieder ein bisschen Stopp, aber es ist super grau und alles ist nass. Aber so oder so fahren wir jetzt noch ein Stückchen weiter und zwar Richtung Verona, ne? Genau, also, es geht für uns schon nach Italien heute. Ja. Ich glaube, die Grenze ist sogar von hier relativ nah. Also wir sind so oder so in kürzester Zeit in Italien. Aber genau, wir wollen weiter, denn wir wollen am besten am Wochenende noch die Fähre rüber nach Griechenland nehmen. So. Hey, wo bin ich denn hier? Wir sind schon laut Navi in Griechenland. Fühlt sich nicht so an. Wir fahren jetzt einen Stellplatz an. Direkt am Po. Auch mal nice, oder? Schön am Fluss, mal gucken, ob der so kalt ist wie der Fluss gestern. €11, ne? Die haben wir schon bezahlt. Perfekt, danke, schönen Tag noch. Wir sind in Italien und stehen direkt mal an der ersten Mautstelle. Aber das ist eine von den guten, hier holt man nämlich nur das Ticket und zahlt nicht. Für den Ticket. Das sieht ja schon schick aus, das Ticket, oder? So, ich glaube, wir sind heute für heute angekommen, oder? Ja, voll der schöne Platz hier. Direkt am Po. Da ist der Po. Genial, oder? Ich dachte schon, hier wäre vielleicht Hochwasser, aber wir stehen jetzt hier einfach hinter so einem Damm. Zeig ich das mal? Ist richtig gut. Richtig cool, oder? Hier hinter ist dann, sind ein paar Höfe und da ist die Straße. Aber hier unten ist es genial und ruhig. Juhu!
So, wir fahren jetzt los. Wir haben aber gerade eine etwas blöde Entdeckung gemacht. Und zwar haben wir bei dem Ticket für die Fähre nicht alles richtig eingegeben. Das heißt, der Preis ist ja viel teurer, als wir gedacht hatten. Wir würden fast 700 Euro zahlen. Und es gibt jetzt wohl am Wochenende gar keine Hundekabinen. Jetzt wissen wir gerade nicht so richtig, was wir machen sollen. Ich überlege halt, ob wir einfach hinfahren und vor Ort das Ticket buchen. Aber ja, ist natürlich jetzt etwas ärgerlich. Und wir zahlen fast 200 Euro mehr als gedacht. Übel. Also der offizielle Preis 618 Euro, das ist doch krank. Wir haben eigentlich mit 400 gerechnet. Genau, 400 war es die ganze Zeit ohne Fahrzeug, also 440 oder was. Nach ein bisschen hin und her mogeln haben wir dann glücklicherweise doch noch bezahlbare Tickets bekommen. Ich meine, ich da sonst immer war, als ich mit Licht aus anfahren musste. Es geht los. Sowas von. Habt ihr schon gesehen, wie toll unser Licht jetzt leuchtet im Dunkeln? Wieso fahren wir denn jetzt als erstes los? Völlige Verwirrung hier. Immer aufregend, so eine Fähre, oder? Ja. Witzig. So, wir haben, ich glaube, 21.30 Uhr und wir hatten ja schon mal das ein oder andere etwas ruckeligere Erlebnis auf einer Fähre. Aber ja. Ja, dieses Mal ist es, glaube ich, am krassesten. Es ist auf jeden Fall ziemlich stürmisch draußen, es blitzt und donnert, es regnet total und es ist also schon ganz schön schaukelig. Ja. Ja, wir hoffen, dass die Fahrt trotzdem halbwegs ruhig verläuft. Ist schon irgendwie seltsam, wenn es draußen so dunkel ist und man ja, sieht es einfach am Himmel die ganze Zeit und die Wellen sind halt auch recht hoch. Ne? Ich bin dem Ganzen sehr positiv gestimmt. Was interessant ist, ist, dass Selma wie immer, die interessiert das gar nicht und Lizzie ist so ein bisschen unruhig, weinerlich. Hm. Obwohl die auch schon öfter Fähre gefahren ist mit uns. Naja, wenn nichts Spannendes mehr passiert, sehen wir uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Tschüss. Wir sitzen im Auto, wir haben es geschafft oder zumindest fast. Die Nacht war auch dann tatsächlich relativ entspannt. Ja. Ja, und jetzt gleich geht's los. Wir müssen noch tanken, Geld abheben und Wasser auffüllen. Und dann geht's für uns noch 2 Stunden zum nächsten Stellplatz. Aber
wir wollen einfach morgen früh ganz entspannt aufwachen und deshalb machen wir es jetzt noch. Genau. Ja, genau. Und wir sind in Griechenland. Es geht schon los. Oder was? Nee, ich glaube, das war nur Wunschdenken. Ja, will durchziehen oder was? Schauen wir mal, wer mehr Eier hat, mein Lieber. Muss ich mich da durchlassen, ne? So, wir mussten uns jetzt doch wieder in den Bus begeben. Draußen ist es einfach mega windig. Ja, uns ist irgendwie jetzt gerade klar geworden, nach den ganzen letzten Tagen mit den Papieren hin und her, dass die Reise jetzt wirklich losgeht. Wir fahren in den Oman. Wir haben alle Papiere für den Weg und es kann jetzt einfach losgehen. Wir freuen uns riesig, sind auf jeden Fall auch aufgeregt. Ich glaube, das wird ein Riesenabenteuer. Und wir freuen uns einfach, wenn ihr uns da weiter begleiten wollt. Aber an der Stelle beenden wir das Video jetzt. Und ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss!